Hallo. Hallo. Wir müssen ein bisschen lauter sprechen. Ja, sonst verstehen die Leute immer alles falsch. Nee, die verstehen es zu leise, weil ich habe jetzt Mikrofone bestellt, weil die immer sagen, wenn wir sprechen, ist es zu leise. Deswegen muss man jetzt mal ein bisschen lauter sprechen. Noch lauter? Ja. Du redest schon sehr laut. Ja. Ja, also, was gibt es Neues? Ja, ich habe gestern irgendwie einen ganz komischen Traum. Auf jeden Fall war ich irgendwie auf einer Wiese und habe so auf allen Vieren gekniet und habe furchtbar geweint. Ich weiß gar nicht, warum. Ich war ein ganz fieser Traum. Dann bin ich wach geworden, dann sage ich zu Elke, sag ich schon mal, sind wir gestern Abend im Streit eingeschlafen? Ne? Und dann habe ich der Elke erzählt und dann hat die gesagt, ich hätte da irgendwie noch gar nicht so verarbeitet. Ich google dann immer die Traumdeutung und ja, weinen bedeutet halt, dass man irgendeine Sache, also im Fall von Frank jetzt den Vater, hat er noch gar nicht richtig verarbeitet, ne? Weil er hat überhaupt gar keine Zeit zu trauern gehabt und jetzt verarbeitet er das im Schlaf. Und die Wiese, habe ich gar nicht gefragt, war die grün gestern? Ganz grün. Gut, dann muss ich dann nochmal nachgucken, weil das habe ich vergessen, was das bedeutet. Ja, zum Trauern blieb keine Zeit, ne? Die letzten 8 Monate habe ich mich wirklich voll und ganz meiner Mama gewidmet. So soll es ja auch sein. Und da bleibt halt nicht viel Zeit zum Trauern. Und die Mama, ja, die hat bis heute noch nicht richtig getrauert. Also. Die redet doch gar nicht darüber. Nee, die redet. Ich weiß nicht, wie die das verarbeitet. Die redet mehr über meinen Uropa. Und über ihre Mutter. Nee, da auch oder nicht. Oder Oma? Nee, die Uroma und die Uropa, wo sie groß geworden. Also die ist ja nicht bei der Mutter groß geworden, sondern die Mama ist ja bei der Uroma groß geworden. Alter, das sind alles ganz komische Familienverhältnisse bei uns. Da blickt kein Schwein durch. Wirklich. Meine Mama hat einen Vater, hat wohl jeder, der war Belgier. Die kennt aber gar nicht. Nee. Das war so ein Techtelmechtel von meiner Auto-Oma. Boah, jetzt wird es schwierig. Also von meiner Mutter, die Mutter, die hat ein Verhältnis mit einem Typ aus Belgien. Das war aber nur so. Und dann hat die den nie wieder gesehen. Genau. Meine Mama hat den, glaube ich, einmal gesehen. Früher. Ja, nee, die hat mir gesagt, sie hat den noch nie gesehen. Nee? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die Monika, die lebt ja noch, Monika und Udo. Die Tante, die Schwester von genau, der. Genau, die ist bei meiner Automa, also bei der Mama, von der Mama, groß geworden. Und deine Mutter, nicht bei ihrer Mutter, sondern bei der Oma. Bei meiner Uroma, beim Willem und beim, ja, bei der Uroma, Maria. Ja. Ja, das ist ganz durcheinander. Ich habe die auch mal gefragt, warum sie bei der Uroma groß geworden ist. Und da hat sie gesagt, weil sie das wollte. Aber ich muss sie noch mal ganz genau fragen. Also das ist ganz, ganz merkwürdig alles bei der Familie. Aber das ist nicht so, als ob die Mutter sie nicht bei sich halten konnte. Gibt es ja, dass sie arbeiten musste oder irgendwas dass, war da, Elke. Dass sie zu jung war oder dass sie nicht zurechtgekommen ist. Nee, zurechtgekommen nicht. Das kann ja nicht gewesen sein. Sie hatte mir letztens noch erzählt, aber ich habe da nur mit einem halben Ohr hingehört. Ich weiß es nicht mehr. Und die Monika ist ja 7 Jahre jung oder 8, ne? Genau. Und die ist dann bei ihrer Mutter groß geworden. Groß geworden.